Es gibt meistens mehrere Gruppen bei Mobbing. Erstens das Opfer, zweitens die Täter, drittens die Mitläufer und viertens die Zuschauer. Es gibt zwei Arten zu mobben. Einmal das Mobbing zum Beispiel in der Schule und die speziellere Art das Cybermobbing. Das geht übers Internet. Das Opfer wird gemobbt. Es ist meistens allein und hat deswegen keine Chance gegen die Täter. Die Täter sind meistens in Gruppen unterwegs. Sie wollen bestimmte Personen runtermachen. Mitläufer haben Angst vor den Tätern und machen deswegen bei allem mit. Die Zuschauer gucken zu. Sie unternehmen nichts, weil sie Angst haben. Es ist für das Opfer sehr schlimm, über längere Zeit gemobbt zu werden. Deswegen kein Mobbing.